True Draco. Ja, das ist ein gutes Deck. Da hat Konami sich was ganz Besonderes ausgedacht. Anstatt wie bei den anderen Decks auf Spezialbeschwörung zu setzen, konzentrieren wir uns auf Tributbeschwörung, was eine sehr schöne Abwechslung ist. Wir machen alle zu Typ Wurm, da Drache ja zu stark wäre. Wir finden dazu noch einige Zauber- und Fallenkarten und dann fehlt nur noch ein Bossmonster. Fertig ist das Deck. Doch dann reicht es nicht, dass sie permanente Zauber- und Fallenkarten opfern können. Nein, ihre Effekte aktivieren sich immer. In meinem Zug, in deinem Zug, ist egal. Hauptsache, dein Gegner aktiviert irgendwas. Und das wäre auch gar nicht so schlimm, wenn sie sich durch ihren eigenen Effekt nicht einfach das Fehlende suchen könnten. Du aktivierst was, ich suche. Du aktivierst was, ich suche. Du kannst nichts dagegen tun. Apropos suchen. Natürlich kann Spielfeld-Zauberkarte einfach alles suchen. Warum sollte man sich auch nur auf eine Sache beschränken? Zauber, Falle, Monster. Egal, ich nehme mir, was ich brauche. Und als wäre das nicht schon stark genug, dass die Zauber- und Fallenkarte zusätzlich die Beschwörung erlauben? Nein! Wenn sie auf den Friedhof gelegt werden, dürfen sie auch noch eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Alles klar! Dann kommt noch hinzu, dass sie alle guten Draw-Karten spielen, da sie null auf Spezialbeschwörung angewiesen sind. Karten des Untergangs verhindert Spezialbeschwörung. Na und? Topf der Gegensätzlichkeit. Keine Spezialbeschwörung mehr. Wen interessiert's? Und da eh alles super ist, kann man auch ruhig Topf der Begierden spielen, weil man sich davor einfach alles Passende sucht. Wofür Zodiac 10 Minuten braucht, das macht dieses Deck in wenigen Sekunden mit 3 Karten. Und als würde das alles nicht reichen. Nein, dann erfindet man als Bossmonster eins der mächtigsten Monster überhaupt. Einfach mal unberührt sein von dem, was man für die Trubbeschwörung genutzt hat. Wie praktisch, dass man Zauber, Fallen oder Monster abfangen kann. Ich meine, nicht anziehbar und nicht zerstörbar wäre auch nun wirklich schlecht. Und das reicht natürlich nicht aus. Nicht nur, dass er 2950 ATK hat. Nein, er darf auch in jedem Zug eine Karte zerstören. Irgendeine Karte. Ja klar, nur offene Karten wäre ja auch zu unflexibel. Und warum? Weil True Draco gut ist.